Gut, aber da ist jetzt Lockdown ist auch ein bisschen anstrengend. Und jetzt bin ich hier ein bisschen mit involviert bei den Peace Studies. Das ist super interessant, sehr aufschlussreich. Und die haben auch immer mehr das Verständnis, dass es keinen Frieden in der Welt geben kann ohne inneren Frieden und ohne Spiritualität. Und das ist sehr inspirierend zu sehen. Bevor wir anfangen, würde ich gerne was singen mit euch zusammen. Jai Radha Madhava, wer es nicht kennt, dann lasst es einfach auf euch wirken. Und das geht dann in Maha Mantra über, da könnt ihr dann alle mitsingen. Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranita, 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 Shri Shri Gauranita, 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 Shri Shri Gauranita, Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe einen Vers aus der Bhagavad Gita rausgesucht, der sehr interessant ist zu diesem Thema. Und zwar gibt es zwei Verse in der Bhagavad Gita, die wiederholt werden. Also zwei Verse, die werden kommen zweimal vor in der Bhagavad Gita. Der erste Vers ist Manmana Bhava Matbhakto Madhyatima Namasko, wo Krishna sagt, gib dich mir hin, sei mein Devoti, denk an mich, erinnere dich an mich und so weiter. Und der zweite Vers, der zweimal wiederholt wird, den würde ich jetzt gerne vorlesen. Der ist einmal im dritten Kapitel als Vers 35 und dann nochmal im 18. Kapitel als Vers 47. Ist fast gleich, ein paar Worte sind unterschiedlich, aber so ziemlich derselbe Vers. Und der Vers ist Shriyan Svadamo Viguna Paradama Svanushtitat Svadame Nitamam Shreya Paradamo Bhavavyaya. Und die Übersetzung dazu ist: Es ist weit besser, den eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, selbst wenn dies fehlerhaft geschieht, als die Pflicht eines anderen vollkommen zu erfüllen.
Es ist besser, bei der Erfüllung der eigenen Pflicht unterzugehen, als den Pflichten eines anderen nachzukommen, denn dem Pfad eines anderen zu folgen, ist gefährlich. Das, was Prabhupada hier schreibt, als Erläuterung: Man sollte folglich lieber seinen vorgeschriebenen Pflichten in vollem Krishna-Bewusstsein erfüllen, als Pflichten nachgehen, die für andere bestimmt sind. Vorgeschriebene Pflichten im materiellen Bereich sind Pflichten gemäß der psychischen und physischen Eigenschaften, die man unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur angenommen hat. Spirituelle Pflichten sind Pflichten, die einem der spirituelle Meister für den transzendentalen Dienst Krishnas anordnet. Aber sowohl die materiellen als auch im spirituellen Bereich sollte man selbst angesichts des Todes lieber zu den eigenen Pflichten stehen, als die Pflichten eines anderen nachahmen. Pflichten der materiellen Ebene und Pflichten auf der spirituellen Ebene mögen voneinander verschieden sein, doch das Prinzip, den autorisierten Anweisungen zu folgen, ist für den Ausführenden immer vorteilhaft. Wenn man unter den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht, sollte man einfach den Regeln folgen, die einem gemäß der eigenen Stellung vorgeschrieben sind, und man sollte nicht versuchen, andere zu imitieren. Zum Beispiel ist ein Brahmana, der sich in der Erscheinungsweise Tugend befindet, gewaltlos, wohingegen einem Kshatriya, der sich in der Erscheinungsweise Leidenschaft befindet, erlaubt ist, Gewalt anzuwenden. Für einen Kshatriya ist es daher besser, getötet zu werden, während er den Regeln der Gewalt folgt, als einem Brahmana nachzuahmen, der dem Prinzip der Gewaltlosigkeit folgt. Genau, also das ist hier jetzt sozusagen das Beispiel, was ja auch in der Bhagavad Gita sozusagen das Hauptthema ist, dass Arjuna ist ein Kshatriya, ein Krieger. Und ja, jetzt zum Beispiel ein Polizeibeamter, der einen Dieb fangen soll oder einen Kriminellen fangen soll und dann sagt, ja, ich glaube aber an Gewaltlosigkeit, ist einfach nicht so passend. Ja, weil das ist nicht seine Pflicht sozusagen, gewaltlos zu sein. Ein paar Sachen sind hier sehr interessant. Das erste, was ich interessant finde, ist im Sanskrit. Da ist nämlich das Wort für eine andere Pflicht, ist Paradharma. Und Para, kennt ihr vielleicht das Wort, das Sanskrit-Wort von Paramatma? Ja, Atma ist die Seele und Param ist über. Ja, es ist die Überseele und damit ist halt Vishnu im Herzen gemeint, der als Überseele uns lenkt und Weisheit gibt. Und Paradharma ist dann halt auch dementsprechend eigentlich eine Pflicht, die über unsere eigenen, wie sagt man das, also die für jemand Fortgeschritteneres gedacht ist, sage ich mal so. Ja. Und das ist halt dann oftmals der Fall, dass wir lieber die Pflicht von jemand Fortgeschritteneren der nachgehen wollen als unsere eigenen. Ja. Und das ist schon eine Sache, die es zu beobachten gilt. Aber erstmal will ich so ein bisschen generell einen Überblick geben, worum es mir geht heute, ist einfach der Punkt, wie kann ich wirklich wissen, welche Handlungen soll ich jetzt auf der materiellen Ebene und auf der spirituellen Ebene vollführen und wie kann ich sicher gehen, dass ich da sozusagen in Tune bin mit dem, was die Schriften wollen, mit dem, was Krishna will und was sein soll. Ja, das ist so ein bisschen das Thema. Und wie wir eben aus der Bhagavad Gita sehen, ist das eigentlich das Leitthema der ganzen Bhagavad Gita, weil ja, Arjuna will nicht kämpfen, der will seiner Pflicht eigentlich nicht nachkommen als Krieger, was total verständlich ist und er bringt da auch mega gute Argumente dafür und die auch jeder nachvollziehen kann, wo jeder normale Mensch sagen würde, super Arjuna, du hast deinen Standpunkt richtig gut vertreten und ist überzeugend, du darfst jetzt gehen und im Wald gehen und meditieren. Aber Krishna hat eine andere Reaktion und das ist halt für uns recht interessant und wichtig zu verstehen, warum. Ja, dass es eben nicht nur um materielle Logik geht und was überzeugend klingt auf den ersten Blick hin. Und ich habe gestern ein bisschen den Vortrag angehört Ja, fangen wir erstmal mit dem Materiellen an. Auf der materiellen Ebene, was ist meine Aufgabe in der materiellen Welt? Das Wort Dharma
ist ein sehr interessantes Wort. Es wird hier mit Pflicht übersetzt, manchmal wird es mit Religion übersetzt, manchmal wird es mit, ja, weiß nicht, Natur übersetzt. Und ich finde das Wort Natur eigentlich sympathischer oder auch, es trifft es vielleicht nochmal mehr. Und das Beispiel von Dharma, also ne, der Zucker, den sein Dharma ist es, süß zu sein. Ja, das ist seine Pflicht, ist auch seine, das ist, wofür er lebt. Ja? Oder die Mutter, deren Dharma ist es, sich um ihr Kind zu kümmern. Ist ihre Pflicht, aber ist auch ihre Natur. Wenn sie sich nicht um ihr Kind kümmert, dann verdient sie sozusagen nicht mehr diesen Titel Mutter. Ja? Also sie geht dieser Rolle nicht mehr nach. Und so, das Dharma ist eigentlich eher etwas, was unserer wahren Natur entspricht. Ja? Und man kann es auch mit Berufung übersetzen. Ja? Und dieses Dharma ist sozusagen, wir können uns fragen, welche Handlungen würden wir machen, selbst wenn wir kein Geld dafür kriegen, selbst wenn wir keine Anerkennung dafür kriegen, selbst wenn im Außen sozusagen da keine Belohnung ist, welche Handlungen sind trotzdem so Teil unserer Natur, dass wir das gar nicht anders können als tun. Ja? Und auch, welche Handlungen inspirieren uns, welche Handlungen bringen uns in unsere eigene Kraft und lassen uns wirklich mit uns selbst in Verbindung bringen. Ja? Und in der Bhagavad Gita wird dann beschrieben, dass es vier grundlegende Persönlichkeitsstrukturen gibt, den Brahmana, den Gelehrten, den Intellektuellen. Der ist hauptsächlich daran interessiert, Wissen zu verstehen und Wissen weiterzugeben. Ja, das ist seine Natur. Der kann vielleicht keinen Nagel in die Wand kriegen. Der ist auch, wenn es um organisatorische Management-Sachen geht, absolut unfähig. Aber wenn es um intellektuelle Sachen geht, da ist der total der Überflieger. Ja, wir alle kennen so Professoren, die wo man weiß, auf der materiellen Ebene wohnen die immer noch bei ihrer Mutter, aber intellektuell sind sie einfach total die Überflieger. Ja. Und das ist einfach eine Natur, die man hat. Und wenn man dieser Person jetzt sagen würde, hey, du gehst jetzt mal in die Fabrik und arbeiten, das wird nicht gut gehen. Mao Zedong, der hatte in den 30er, 40er Jahren diese geniale Idee der Kulturrevolution, wo er gesagt hat, alle Menschen sind gleich, wir schaffen jetzt mal den Kommunismus rein auf der praktischen Ebene ein, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, alle ziehen blaue Klamotten an und wir machen keine Unterscheidung mehr zwischen den Menschen. Und dann hat er die ganzen Lehrer aufs Land geschickt, ja, in die Prärie, und die sollten dann Essen anbauen, und die Bauern in die Stadt geschickt zum Unterrichten. Weil er gedacht hat, wir sind alle gleich. Wir sind alle, es gibt keine Klassen, klassenlose Gesellschaft. Ja. Was ist dabei passiert? Es sind 30 Millionen Menschen gestorben, weil die Lehrer auf dem Land einfach nicht gewusst haben, wie man den Reis anbaut. Ja. Und selbst wenn sie ihnen jemand erklärt hat, dann haben sie es theoretisch verstanden, aber dann rein praktisch das auch umzusetzen, war einfach nicht ihre Natur. Ja, es ist ein Riesenexperiment gewesen, was sozusagen versucht hat, diese Theorie oder diese Weltanschauung, die in der Bhagavad Gita beschrieben wird, außer Kraft zu setzen, ja, generell alle Spiritualität außer Kraft zu setzen, plus auch noch auf der materiellen Ebene diese Dinge außer Kraft zu setzen. Und wir können sehen, was der Effekt war. So, der Brahmana, den seine Natur ist, ist mit Wissen sich auseinanderzusetzen, und er ist bereit dafür, ein total einfaches Leben zu führen. Der hat keinen Anspruch, der will auch nichts kontrollieren und manipulieren. Der ist einfach mit dem zufrieden, was kommt. Dann der Kshatriya, dem geht es um Ethik, um Moral, um Dharma, also um Rechtschaffenheit. Ja, das ist das Ding, was für ihn sozusagen die Inspiration ist, wofür er steht und wofür er kämpft. Und dafür ist er will Menschen beschützen, er will Gerechtigkeit durchsetzen, und dafür will er Einfluss und Macht haben und managen und organisieren und so weiter. Dann der Vaishya, den geht es um materiellen Wohlstand. Ja, der sieht, wow, hier kann man eine Menge Geld verdienen. Die Sachen gibt es hier günstig und dort drüben werden sie teuer verkauft. Dann kaufe ich sie hier ein und verkaufe sie da. Ja? Und es ist seine Natur.
Der kann gar nicht anders. Ja? Freund von mir, sein Sohn ist mit 10 Jahren in der Schule, hat er gemerkt, der Laden in der Schule, es gibt so einen Kiosk in der Schule, der verkauft Süßigkeiten, aber das ist totaler Schrott, die Süßigkeiten, die interessiert keinen Mensch. Dann ist er selber in den Supermarkt gegangen, hat Süßigkeiten gekauft, die halt beliebt sind unter seinen Schülern und hat angefangen, die in der Schule zu verkaufen. Ja. Und mit der Zeit ist das so, hat sich das so entwickelt, dass er 10 Leute unter sich hatte, die für ihn die Sachen verkauft haben. Er hat einen ganzen Ring aufgebaut, Süßigkeiten-Mafia. Ja. Und er hat 500 Euro in der Woche verdient mit seinen Süßigkeiten. Ja. Das hat ihm keiner beigebracht. Da hat er keine Unterrichtsstunde dafür gebraucht. Das ist einfach seine Natur, ist seiner Natur gefolgt, hat es verstanden, wie es funktioniert und hat es umgesetzt. Ja. Und wenn man den stoppt und sagt, hier, geht nicht, sollst du nicht machen, dann wird er sitzen im Unterricht und denken, ist alles langweilig, was bringt's das hier? Ja. Weil das ist seine Inspiration, da wo seine Lebenskraft hingeht. Wenn das weggenommen wird, dann hat er auch auf den Rest keinen Bock mehr. Und dann der Shudra, der Arbeiter, der Angestellte, der kriegt Inspiration darin, Kunst und Skills aufrechtzuerhalten, also Kunstfertigkeiten, Handwerkstechniken und sowas, oder ja, Musik, Techniken, Instrument zu spielen oder was auch immer, solche Sachen. Das ist seine Inspiration und er will vor allen Dingen einfach eine gute Zeit haben, genießen, jetzt nicht zu viel arbeiten. Ja, wenn man einen Shudra alleine lässt, da wird nicht viel passieren. So. Ja. Und das sind einfach, ja, wie sage ich denn das, Naturen, Konditionierungen, die wir haben. Und es geht darum, sozusagen eher, da ist jetzt der Bereich der Astrologie interessant, weil in der Astrologie sieht man halt sozusagen, welche Interessen jemand hat, welche Anlagen. Und ich gebe immer das Beispiel, unser Körper ist wie ein Fahrzeug. Ja, die Katha Upanishad sagt, unser Körper ist wie eine Kutsche, eine Pferdekutsche. Heutzutage ist es eher ein Auto, ne, als Gleichnis. Ja, manche haben einen LKW, manche haben einen Sportwagen. Ja, und wenn man jetzt versucht, mit dem Sportwagen einen Umzug zu fahren und viel Lasten zu transportieren, ist einfach garantiert, dass man frustriert sein wird. Und wenn man versucht, mit einem LKW ein Rennen zu gewinnen auf der Autobahn, auf der Überholspur, auch garantiert, man wird frustriert sein. Ja? Weil es einfach nicht, das Auto ist einfach nicht dafür angelegt. Ist einfach nicht dafür gemacht. Und in dem Maße, wie wir sozusagen unsere Natur erkennen, dann akzeptieren und dann engagieren, dann kommen wir an den Platz, wo wir hingehören. Dann kommen wir an den Platz, wo jeder Mensch in dieser Welt hat genau seinen Platz in dieser Welt. Und wenn wir diesen Platz einnehmen, dann sind wir voll in unserem Element und können unser Potenzial auch voll ausschöpfen. Und dadurch dann auch in Frieden kommen. Und das ist dann auch die beste, wie sagt man das, Grundebene, von der aus man spirituell Fortschritt machen kann, weil wir dann einfach auf der materiellen Ebene nicht so gestört sind von den Umständen, weil wir sind einfach in unserem Element, wir machen einfach das, wo wir eh nicht anders können, als das zu machen. Und ne, ein guter Freund von mir, der ist hier, glaube ich, auch vorhin war er noch dabei, Ramananda, weiß nicht, ob er noch mit dabei ist, der ist einfach von Natur aus Pujari, der kann gar nicht anders. Ja, hier ist er, cool, ekstatisch. Ramananda, schön, dich zu sehen. Ja, und es war schon im Tempel in Leipzig so, der Ramananda, der war mal auf dem Altar. Und wenn er gesagt hat, jetzt komm, jetzt geht's mal raus, hier Bücher verteilen, dann war das für ihn immer, oh no, jetzt, ne, große Herausforderung. Aber sobald wir wieder zurück im Tempel waren und er konnte da seinen Puja machen, da war die Welt in Ordnung. Und er hat den ganzen Tempel belebt und glücklich gemacht. Und mit seinem Humor und seiner, ne, weil er einfach in seinem Element war, weil er einfach das gemacht hat, was wirklich seiner Natur entspricht. Ja. Und stellt euch mal eine Welt vor,
in der jeder das macht, was seiner Natur entspricht und damit zufrieden ist. Ja? Genial. Und Krishna hat es genauso arrangiert, dass es genau so viele Shudras und so viele Brahmanas und so viele Kshatriyas und so viel gibt, dass das genau aufgeht. Ja? Und jetzt leben wir aber in einer modernen Welt, die sehr geprägt ist von unserer westlichen Kultur, wo es viel um Status geht, viel um so ein Gefühl von Überlebenskampf und ja, Darwin, so ja, das Recht des Stärkeren und auch so protestantische Ethik. Ja, die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich in wie viel Geld du hast auf dem Konto. Und jetzt wollen die Menschen in Indien wollen alle Ingenieure werden. Ja. In Deutschland, keine Ahnung, Doktoren, Ärzte, Architekten, ja. Die Studiengänge, da braucht es alles Numerus Clausus, weil sonst gibt es da zu viele Leute. Ja. Und die machen das nicht, weil sie denken, oh, tief in meinem Herzen, ich will einfach ja, den ganzen Tag gern Formulare ausfüllen und mich vor Gericht streiten für andere Leute, die irgendwelchen Mist gebaut haben. Nee, die gucken einfach, wo gibt es die meiste Kohle? Ja, das mache ich. Ja, und dann jemand, der so einen Job hat, der eigentlich gar nicht seiner Natur entspricht, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ja, und deshalb, das erste Ding, wo wir halt hin müssen, ist völlig wertfrei werden über Berufungen. Ja, das eine Berufung ist gut, andere ist schlecht. Das eine ist eine Entwicklung, ein Fortschritt, das andere ist eine Verminderung oder ja, kein Straßenkehrer werden oder so. Ne? Und Prabhupada sagt aber in seinen Vers, ist besser, wenn du ein ehrlicher Straßenkehrer bist, als ein Sannyasi, der eigentlich noch an materiellen Dingen angehaftet ist. Ja, das ist so in Indien der höchste Status, den man haben kann. Für uns wäre es ein Doktor oder keine Ahnung. Ja. Und das Lustige dabei ist aber, dass vielleicht kennt ihr alle Menschen, die einfach ihrer Natur folgen. Und das können die einfachsten, das kann eine Putzfrau sein. Aber die ist einfach in ihrem Element, ihrer Natur. Und das sind die Menschen, die uns wirklich berühren und beeindrucken. Weil sie einfach, weil sie selbst sind, weil sie authentisch sind, weil sie nicht versuchen, jemand anders zu sein. Weil sie einfach das tun, was wirklich ihrer Überzeugung entspricht, ihrer Natur entspricht. Und das ist meine Überzeugung, dass wenn wir das versuchen rauszufinden, dass wir da glücklich sind und auch spirituell, dass die beste Basis für uns ist, weil, also Sutapa hat gestern einen sehr schönen Vortrag gegeben und er hat so ein bisschen erklärt, dass es so drei Arten gibt, so mit der Welt umzugehen. Das eine ist Karma, ne? Viel genießen wollen, viel erreichen wollen, Status haben wollen, das habe ich jetzt schon erklärt. Wenn wir diese Mentalität haben, dann ist der Effekt, wir wollen halt einen Job vielleicht, der nicht uns wirklich entspricht. Die andere Stimmung ist Jnana-Yoga. Die Welt ist alles Maya, ist alles Verstrickung. Ich will am besten gar nichts hier zu tun haben. Ja, ich ziehe mich einfach zurück und es ist mir alles zu viel und ich bin da, es entspricht alles nicht meinem. Und das ist oftmals, also das ist auch, was Arjuna sozusagen in der Bhagavad Gita so ein bisschen, seine Überlebensstrategie sozusagen. Und auch oftmals für Devotees, ja, die sagen dann auch, da ist oftmals so dieses, ja, ist alles Maya da draußen, besser ich bleibe im Tempel und hier ist sicher und dann ja, kann mir nichts passieren. Und dann gibt es andere, also zum Beispiel gibt es in Deutschland die Yoga Vidya, die sind total am Boom, weil die halt sagen, okay, los geht's. Ja, wir wollen was bewegen in der Welt und wenn es dazu braucht, ein Business aufzubauen, dann machen wir das halt. Ja. Oder die Osho-Bewegung, die haben riesen Restaurants und keine Ahnung, Tee, alle möglichen Sachen verkaufen die so, ne, in Bioläden. Okay, Devotees auch, die haben einen Govindas. Ja, wo man einfach dann sieht, dass spirituelle Menschen sind, die aber trotzdem ihre materiellen Interessen und Konditionierung einfach nutzen. Ja, und das ist der ganze Punkt in Bhakti-Yoga eigentlich, dass wir die Natur, die wir haben,
in Krishnas Dienst stellen und nicht negieren. Ja. Und da gibt es teilweise krasse Beispiele auch in den Veden. Ja. Da ist sogar eine Geschichte von einer Prostituierten, die wohnt neben einem Brahmana und jeden Tag denkt sie sich, ach, ich bin so gesegnet, dass ich neben diesem Brahmana wohnen darf und das, der ist so eine Inspiration für mich und irgendwann will ich auch so sehr Krishna verehren wie der und so weiter. Ja? Und das ist ihre ganze Meditation. Und der Brahmana nebenan denkt sich, ah, diese Prostituierte, das ist so gefallen und die ist so sündhaft und ne, das ist so. Und der Effekt ist, dass der Brahmana, der nimmt Geburt als Prostituierte und sozusagen degradiert sich, obwohl er von Handlungen her sozusagen alles richtig macht, weil seine Meditation ist nicht die richtige. Ja, und die Prostituierte geht zurück in die spirituelle Welt, weil die kriegt den vollen Nutzen von ihrer Haltung. Ja, und sie ist einfach nicht, also sie ist einfach gefangen, also damals in der vedischen Kultur, da konnte man nicht so leicht ja, da raus, so aus solchen, wie sagt man das, Lebenssituationen. Ja, natürlich, jetzt nicht das, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Der Punkt ist, dass wir nichts verurteilen sollten, sondern verstehen, wie können wir die Natur, die wir haben, selbst wenn es erstmal auf den ersten Blick ja, aussieht wie, oh, ja, das ist jemand, der ist einfach nur Geschäfts-, ja, der will einfach nur Kohle machen. Wie können wir diese Natur in Krishnas Dienst stellen und damit was Positives kreieren? Ja. Und auch auf der spirituellen Ebene, dass wir lernen, unsere, oder vielleicht gibt es erstmal Fragen bis hierhin oder Kommentare. Also ihr könnt gerne selbst eure Mikrofone anmachen. Ich denke, bei 20 Teilnehmern kriegen wir das noch geregelt. Hare Krishna. Ja. Du hast gesagt, erste Haltung Karma, zweite Jnana und dritte? Bhakti. Okay. Also in der Bhakti-Haltung sozusagen hat man weder eine Anhaftung an die Welt, ja, dass man sagt, ich will jetzt hier genießen und was erreichen, noch eine Ablehnung, ist alles schlecht, ich habe keinen Bock mehr, ich entsage allem, sondern man ist völlig neutral, man ist ohne Wertung zur Welt. Ja, und die Werkzeuge, die einem in die Hand gelegt werden, die nutzt man einfach. Danke. Ja. Darf ich was fragen? Gerne. Ja, natürlich, Micha. Ja. Also, Satpucha, du hattest vorhin über den Nutzen der Astrologie gesprochen. Das wurde mir auch schon nahegelegt, weil ich auch auf der Suche nach meinem Dharma bin. Allerdings bin ich ein bisschen enttäuscht davon, dass das, was dabei herauskommt, relativ ungenau ist, zumindest für meine Verhältnisse. Das kann man irgendwie relativ weiträumig auslegen. Gibt es da irgendwie Mittel, das konkreter rauszubekommen? Also ich denke, es ist wichtig, auch auf seine innere Stimme zu hören und das, wo einen wirklich seine Lebenskraft gerade hinzieht. Ja? Und die Astrologie kann uns einfach nur ein Hilfsmittel geben, zu verstehen, okay, ich bin jetzt gerade in der Rahu-Phase. Ich kann jetzt nicht erwarten, zum Beispiel jetzt, ne, ich kann jetzt nicht erwarten, voll die mega Dinge zu reißen auf der materiellen Welt, sondern es geht mehr um Transformation gerade oder neue Sachen auszuprobieren. Oder ich habe die und die Anlage, ich bin jetzt vielleicht nicht geeignet für ein Uni-Studium, sollte lieber was Praktisches machen. Ja. Und die Nakshatras, also das sind so feinere Unterteilungen in der Astrologie, die geben schon ein recht genaues Bild auch über unsere Konditionierung, welche Berufstätigkeiten oder zumindest welche Qualitäten wir im Beruf gut ausdrücken können. So. Und wenn du magst, können wir da auch nochmal gucken. Also es ist natürlich auch immer abhängig von deinem jetzigen Umstand und von der Lebensphase, in der du gerade bist. So, ne? Okay, danke erstmal. Gerne. Hat noch jemand eine Frage? Ja, ich schub mein Video ein. Hört ihr mich? Ja. Vielleicht wollte ich mal zur Ergänzung sagen, dass heute die Vajrasrama-Darmkasten ein bisschen komplizierter sind, als die mal früher waren.
Vor allem sind die Leute, die das meiste Geld haben, weniger Vaishyas, sondern im Kshatriya-Mut, sage ich mal. Also die, die eher Milliarden haben. Das sind die, die heute eben versuchen zu entscheiden, wie die Welt funktioniert und sonst noch was. Während die Leute, die lernen, wie man Geld macht, die lernen das am Ende, wie man es nicht macht, indem sie eben Manager werden in einer Firma. Die Leute, die gebildet sind, die lernen am Ende auch ganz andere Dinge. Während die Shudras, sage ich mal, heute, die praktisch veranlangt sind, später merken, dass sie überhaupt keinen Beruf mehr haben oder nichts Praktisches zutage bringen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du machst. Das ist halt sozusagen der Mangel am Kapitalismus, dass da sozusagen die Vaishyas an der Macht sind. Ja? Und ja, mit allen dazugehörigen Problemen, die dadurch kommen. Und in der vedischen Kultur gab es sozusagen Anarchie, Monarchie, Kapitalismus und Sozialismus, also alles integriert. Ja. Und deshalb, klar, kommt es zu Verwerfungen in der heutigen Zeit. Und zusätzlich ist es halt noch so, dass auch unsere, dadurch, dass die Gesellschaft so vermischt ist, diese Qualitäten auch nicht mehr so rein sich manifestieren, sondern wir sind oft vermischte Qualitäten aus verschiedenen Varnas. Aber worum es mir erstmal ging, ist erstmal um so Prinzipien aufzuzeigen, dass manche Menschen sich einfach mehr an Wissen inspirieren, manche mehr an Dharma, manche mehr an Geld und so weiter. Und dann gibt es halt auch feinere Unterteilungen so, ne? Und es gibt auch unterschiedliche Lebensphasen, wo vielleicht unterschiedliche Dinge für uns wichtiger sind. Ja, zum Beispiel eben für eine junge Lebensphase sollte eigentlich Wissen aneignen zentral sein. Ja, deshalb ist das die Zeit für Studium und Ausbildung und was auch immer. Und dann halt finanziell vielleicht mal was auf die Beine stellen, ist dann in der zweiten Phase und so weiter. Ja, das spielt alles mit rein und muss halt sozusagen berücksichtigt werden. Und das sind sozusagen nur Hilfsmittel oder Eckpfeiler, die uns helfen, so ein bisschen mehr klar zu werden. Aber was ich denke, was halt echt wichtig ist, oder ja, ist auch wirklich bewusst zu werden und uns erstmal frei zu machen von Konditionierung und Traumatas oder auch was sozusagen Erwartungen von außen sind und mehr zu gucken, was ist wirklich wo ist mein Herz? Ja, und dass wir eben nicht mehr durch Emotionen so sehr gesteuert sind, sondern mehr durch eine innere Inspiration. Ja, auch nicht aus dem Kopf heraus, sondern wirklich im Herzen spüren. Das ist, wo ich einfach wirklich, wo meine Lebensenergie hingeht, ja, was mich wirklich im Herzen inspiriert. Und da ist in der Astrologie, sieht man halt auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine schwache Sonne hat, dann, selbst wenn man so eine Inspiration hat, dann hat man nicht die nötige, den Mumm, das umzusetzen. Dann denkt man immer, ja, aber was denken dann die anderen? Oder ich fühle mich nicht qualifiziert dafür oder so. Ja. Oder wenn jemand einen schwachen Mond hat, dann ist halt dann auch gar nicht, da weiß man gar nicht so richtig, was will ich eigentlich wirklich? Ne? Man kann es gar nicht so richtig fühlen. Und da ist dann eben auch hilfreich, Rat anzunehmen von anderen, also von guten Freunden, von Devotees, von, keine Ahnung, Astrologen, Menschen, die einfach auch Lebenserfahrungen haben und einen auch ganz gut kennen. So, ne? Noch jemand? Ja, ich hätte noch eine Frage. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mensch bin, der einen schwachen Mond oder eine schwache Sonne hat, kann man das dann astrologisch auch stärken, damit ich dann meinetwegen besser meine Natur nachgehen kann? Ja. So mit Hilfsmitteln? Genau, da kann man Hilfsmittel nehmen. Also zum Beispiel, wenn man einen schwachen Mond hat, kann man weiße Kleidung tragen und Krishna verehren. Okay. Krishna ist ja, für den Mond zuständig. Mhm. Wenn man schwache Sonne hat, kann man Orange tragen und Rama verehren. Mhm. Ja. Kann sich Yantren aufhängen und kann auch vor allen Dingen über diese Qualitäten meditieren. So, ne? Rama ist einfach diese Würde und Rechtschaffenheit. Und dann einfach diese Qualitäten in sich selber mehr entwickeln,
Weil dann gibt einem das auch das Selbstvertrauen sozusagen, das dann umzusetzen. Ja, oder, ja. Ich denke, es ist auch eine Meditation, es ist nicht nur einfach so eine, okay, jetzt schenke ich ein Mantra und dann wird es schon irgendwie, sondern dass man schon sich damit auseinandersetzt so, ja, und innere Arbeit macht damit. Okay, danke dir, Hare Krishna. Gerne. Hare Krishna, ich hätte auch noch eine Frage. Wie stelle ich denn Dinge in den Dienst von Krishna? Ja, also das ist eigentlich der ganze Vorgang vom Bhakti-Yoga, dass wir eben die Dinge, die wir tun, in Krishnas Dienst stellen. Das heißt, wir kochen und kochen für Krishna und opfern ihm das. Ja? Oder ich mache gerne Musik und ich habe jetzt die Wahl. Ich kann jetzt irgendwelche Popsongs lernen, die halt irgendwie, wo alle mitsingen können und es cool finden. Oder ich singe halt Mantren, die vielleicht am ersten Eindruck nicht so beliebt sind und die Leute denken, es ist immer dasselbe, was will er jetzt von mir? Aber es ist halt einfach total transformierend und erhebend. Ja. Und genauso ein Geschäftsmann, der kann sozusagen eine Firma aufbauen und einfach nur was Sinnloses produzieren oder kann halt vegetarische Lebensmittel in die Welt bringen oder keine Ahnung was. So, ne? Und auch eine Message mit kreieren mit seiner Firma und bestimmte Werte zu rüberbringen und Menschen Geld geben, also Anstellung geben und so weiter. Ja. Und sozusagen die Berufung, die wir haben, können wir immer in Krishnas Dienst stellen. Was immer, ne? Und das war eigentlich im Mittelalter noch das Verständnis. Musik ist zur Verehrung Gottes. Und in vielen alten Fachwerkhäusern steht noch, dieses Haus wurde zur Ehre Gottes gebaut oder irgendwie sowas. Oder ist ein Haus für Gott, irgendwie sowas. Also das ist eigentlich eine ganz, ist auch Teil unserer Kultur, ja, und halt jetzt über die letzte Zeit verloren gegangen und sozusagen, dass wir alles, was wir tun, tun, um damit irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise Krishna mehr in den Mittelpunkt zu stellen in unserem eigenen Leben und im Leben von anderen oder zur Bewusstwerdung der Menschen beizutragen. Dankeschön. Hat noch jemand eine Frage? Sonst könnte ich vielleicht, oder wenn du nicht weiter noch. Ja. Zwei Fragen erlaubt. Ich habe gesehen, Helga. Ja. Ja. Also ich finde, ja. Erstmal Helga oder? Nee, ja. Helga, okay. Ja, okay. Ja, erstmal vielen Dank bis hierher. An den Referenten. Die Frage, ja, wie opfere ich oder wie tue ich etwas für Krishna? Die beschäftigt mich in der Tat auch. Also dieses Wie. Ich habe das bisher so verstanden, dass ich das nicht für mich, also für mein, dass ich das, was ich tue, natürlich entsprechend meiner Natur, das war jetzt für mich sehr verständlich, vielen Dank, dass ich das nicht zur Befriedigung meiner egoistischen Wünsche sozusagen tue, sondern dass ich das, naja, in dem Sinne tatsächlich für Krishna tue. Also wichtig ist, dass ich es nicht für mich zur Befriedigung meiner egoistischen Wünsche habe, dass ich das aus einer anderen Quelle tue, sozusagen. Mhm. Und nicht, ich koche jetzt, weil ich jetzt Hunger habe und meinen Hunger befriedigen will, sondern dass ich sozusagen koche, weil ich dankbar bin. Ich entwickle das jetzt auch gerade, weil ich dankbar bin, dass ich was zu essen habe. Dass es Früchte gibt. Dass ich immer mit einer Dankbarkeit für das, was auch da ist, koche. Und es deshalb auch erstmal darbringe. Genau. Also Krishna hat uns diesen Körper gegeben und der Körper ist so designt, dass er auch hungrig wird. Ja? Und da ist auch nichts falsch dran, hungrig zu sein und was essen zu wollen. Ja? Sondern das ist ganz natürlich und jetzt können wir diese Qualität sozusagen spiritualisieren, indem wir verstehen, ja, okay, ich will was für Krishna machen, ich will Krishna verehren, zur selben Zeit hat mir Krishna diesen Körper gerade gegeben, der hungrig ist. Ja? So, wie bringe ich die zwei Sachen zusammen? Indem ich sage, okay, ich koche was für Krishna und opfere es und dann die ganzen Lebensmittel, die ganzen Pflanzen, die ich da verwende, sind ja auch Lebewesen. Ja, die auch teilweise sterben mussten dafür. Ne? Wenn ich eine Möhre aus der Erde ziehe, dann ist die gestorben.
Und da ist auch Karma mit involviert. So, wenn ich das jetzt für Krishna koche, nicht davon koste und das dann ihm opfer, dann diese Seele in der Möhre, die macht spirituell Fortschritt. Die wird sozusagen, die gibt ihren Körper für einen höheren Zweck. Ja? Damit macht sie spirituell Fortschritt und dadurch kriege ich keine Reaktion, dadurch diesen Möhrenkörper zu essen, weil die Seele dadurch nicht keinen Nachteil erlangt, sondern eher einen Vorteil. Ja? Und dadurch ist es sozusagen karmisch frei von Verstrickung. Ich entwickle meine Liebe zu Gott und zur selben Zeit praktiziere ich praktisch spirituelle, also ja, ich handle auf einer spirituellen Ebene. Und das ist aber eigentlich ganz natürlich. Ja? Wenn wir bewusst werden, also wenn dir jemand einen Kuchen bringt, ne, eine Torte, jemand klopft an deine Tür, bringt eine Torte zu dir. Sagt hier, heute ist nicht dein Geburtstag, ich möchte dir trotzdem eine Torte geben. Ja? Dann sagst du, wow, cool, vielen Dank, komm rein und lass uns zusammen. Ja? Und du gibst ihm ganz natürlich das erste Stück. Ja? Da braucht man nicht drüber nachdenken, da braucht man keine Kultur dafür oder so. Das ist eine ganz natürliche Handlungsweise. Und genau dasselbe Prinzip ist eigentlich, was wir machen, wenn wir für Krishna kochen. Krishna gibt uns all diese Lebensmittel. Ja? Er hat uns diese Welt geschaffen. Er gibt uns all diese Lebensmittel und gibt sie uns. Und dann nehmen wir sie und dann natürlich opfern wir ihm das Erste. Ja? Wenn wir fertig sind, kriegt er die erste Portion. Nur, dass unser Bewusstsein halt so weit bedeckt ist, dass wir denken, die Möhre, was hat die mit Krishna zu tun? Die ist da einfach aus der Erde gewachsen. So, ne? Und das ist schon klar. Ja. Ne? Also, dass man dann also zum Beispiel nicht sich über das Essen gierig hermacht, sondern in diesem Bewusstsein eben halt, dass ich nicht selbst schaffen konnte, sozusagen, dass ich genährt werde. Ja. Ja. Und genauso also, sagt Krishna in der Bhagavad Gita, ich bin die Fähigkeit im Menschen. Das heißt, wenn wir verstehen, wow, ich habe eine Fähigkeit, Geld zu machen, ich habe eine Fähigkeit, ein Musikinstrument zu spielen. Ja? Und ich werde mir darüber bewusst, dass diese Fähigkeit, die kommt nicht von mir. Weil den einen Tag geht es gut, den anderen gar nicht. Ja? Wenn es wirklich von mir kommt, wie kann es sein, dass ich einen Tag, geht gar nicht. So, die kommt von Krishna. Wenn ich mir darüber bewusst bin, dann verstehe ich auch, die sollte ich ihn auch zu seiner Verherrlichung nutzen. So. Ja? Ja, vielen Dank. Ich hätte noch etwas Medizinisches zu ergänzen. Es steht in der Bhagavad Gita eine Einerläuterung drin, dass das Essen von Prasadam, also von der geopferten Speise, dass das immun macht. Ja, also das ist auch was ich persönlich für mich auch so gut im Bewusstsein habe. Also dass du tatsächlich auch eine Immunisierungsunterstützung. Sicherlich sind damit gemeint auch immun vom Bewusstsein her, glaube ich. Das weiß der Kutscher besser als ich. Ne, aber es steht jedenfalls drin, dass es immun macht. Und ich denke auf alle Fälle, auch unser Immunsystem wird mit dem Essen von Prasadam auch gestärkt. Oder was meinst du, Sadhguru? Ja, also immun ist tatsächlich hier spirituell immun gemeint. Also trotzdem werden die Devotees noch krank, auch wenn sie schon 20 Jahre Prasadam essen. Und ja, also das ist auch so eine Falle, in die man reingehen kann, dass man denkt, ja, jetzt bin ich Devotee, Krishna beschützt mich vor allem und ich brauche mich um nichts auf der materiellen Ebene mehr kümmern, so, weil Krishna ist ja auf meiner Seite. Aber Krishna sagt, Prabhupada sagt in der Erläuterung, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Ja, also Krishna gibt uns die Intelligenz zu schauen, okay, ja, mein Immunsystem zu stärken, ist meine eigene Verantwortung. Das kümmert sich Krishna nicht drum. Ja. Aber auf der spirituellen Ebene, ja. Dadurch, dass wir eben uns nicht mehr mit Karma sozusagen anhäufen, dann sind wir nicht mehr unter diesem Einfluss so stark von den materiellen Energien. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Also zu dem, ich sage jetzt mal, dass man an seine Intuition besser herankommt, um zu spüren, was ist meine Berufung. Da kann, also ich bin jetzt bei dem Thema, das du gesagt hast, freimachen von Konditionen und von Traumata. Also ja. Ich will jetzt nochmal Bezug nehmen auf Traumata. Traumata, das braucht ja meistens sehr lange, um dass man sich überhaupt daraus lösen kann. Und da, das ist so, ich denke, das verflochten. Und der spirituelle Weg
kann ja auch helfen oder hilft ganz sicher, ja, aus Traumata auch herauszukommen. Und also es ist ja auch oft das Leid, ne? Das habe ich in der Bhagavad Gita auch so gelesen, das Leid, was auch dazu inspiriert, den Weg zu gehen, um zu erforschen, welche sind die Ursachen von Leid, also auch so, wie es im Buddhismus sozusagen auch ist. Mhm. Und dieses Freiwerden von Anhaftung und Anziehung sozusagen, auch wenn es sich um, ja, wo man erstmal auf der materiellen Ebene denkt, ja, das ist berechtigt, dass ich da jetzt wütend bin, aber trotzdem sich daraus, also von dieser Wut zu lösen. Also Trauma hat ja ganz viel mit Wut und mit Angst zu tun, aber hauptsächlich auch mit Wut. Ja, also es geht halt darum, dass wir nicht mehr sozusagen. Also, dass man manchmal gar nicht wegen dieser Wut und wegen dieser Emotionen, die mit dem durch das Trauma auch entstanden sind und wo man noch anhaftet, dass man dann ganz, also schwerer spürt überhaupt, welches ist denn meine Berufung. Und manchmal ist es aber auch so, dass genau dieses Leid, was durch Trauma entsteht, dann zu diesem spirituellen Weg auch führt. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Oftmals Leid, es braucht dann ein gewisses Leid, um erstmal überhaupt offen zu werden und sich spirituell auf den Weg zu machen. Definitiv. Und dann können wir, wenn wir auf dem Weg sind, können wir aber dann diese Bedeckungen, sozusagen diese Emotionen, die da noch so festhängen sozusagen und Konditionierungen und so, die können wir auflösen. Ja? Und das ist eigentlich Teil der spirituellen Praxis. Und ich denke oftmals, da ist ein Riesenpotenzial, was wir oftmals gar nicht so richtig nutzen. So. Ja? Weil wenn wir das auflösen, dann fällt es uns so viel leichter auf der materiellen Ebene und auch auf der spirituellen Ebene in unser Element zu kommen und wirklich in den Fluss des Lebens reinzuspringen und ja, uns da treiben zu lassen. So. Dankeschön. Mhm. Konstantin, du hattest noch eine Frage? Ja. Ja, ich versuche das mal irgendwie, die Frage zu formulieren. Was mir unter Dharma immer aufgefallen ist, ich das ja ein bisschen ausgetestet habe, speziell in meinem Leben, besonders ein wichtiger Punkt, den ich zumindest spekuliere, als Dharma gefunden zu haben, ist, dass das Dharma immer eine gewisse Herausforderung ist. Es war immer so eine Herausforderung, dass man ungefähr so ist und dass man immer drüber hinauswachsen muss. Beziehungsweise, dass man sich komplett hingeben muss und dann etwas bekommt dafür. Also, ja, wenn ich das definieren würde, ist das, was ich so an Dharma erlebt habe, wie bei mir ungefähr das Studium. Also, ja, theoretisch sollte ich das können, aber irgendwie geht das immer schief. Aber ich muss wirklich alles geben dafür, um das irgendwie zu schaffen, auch wenn ein Material dann nicht wirklich was dran liegt. Aber nur um des Zweckes willen macht man es dann doch irgendwie. Genau, genau. Wenn wir unserer Natur nachgehen, und dieser Lebensenergie, dann hat das meistens was mit einer Herausforderung zu tun, wo wir erstmal denken, oh mein Gott, wieso soll ich das machen? Das ist total, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist viel zu riskant, ist viel zu gefährlich, ist viel zu irgendwas. Und trotzdem zieht es uns dahin so, ne? Und eben, das ist das, wo wir am meisten wachsen können, dann meistens auch so, ne? Wo wir uns am meisten entwickeln können und dadurch auch am meisten Zufriedenheit erlangen. Ja. Und dann, was uns zurückhält, ist halt die Angst oder die irgendwelche mentalen Konstrukte, wo wir uns das dann zurechtschieben, warum wir das nicht machen sollen oder so. Ne? Ja. Mhm. Ja, super Fragen, super Antworten. Ja, Sabrucha, wie wollen wir weitermachen? Was meinst du? Ja, ich wollte noch kurz vielleicht aufs Spirituelle eingehen und dann ist auch, reicht es dann, glaube ich, auch erstmal so, ne? Und auf dem spirituellen Weg denke ich auch, ist es dann hilfreich für uns zu verstehen, dass dasselbe Prinzip da auch gilt. Dass am Anfang oder generell, manchmal hat man totale Inspiration, vielleicht ganz viel zu lesen. Erstmal zu studieren in den Schriften und man liest das ganze Bhagavatam ein Jahr durch oder so. Ne? Und einen anderen Moment hat man echt eine schwierige Zeit, da kann man sich nicht konzentrieren aufs Lesen. Aber man kann sich total fallen lassen im Chanten, weil man da einfach Zuflucht findet. Und ein andermal
sucht man total nach Gemeinschaft mit Devotees und ein andermal braucht man einfach Zeit für sich alleine und so. Ne? Und ich denke, das ist auch wichtig im spirituellen Leben, sich da nicht zu verurteilen oder zu unter Druck zu setzen oder keine Ahnung, ja, zu bewerten, sondern zu schauen, okay, was ist gerade dran für mich? Ein bisschen tiefer verstehen, warum. Natürlich ist immer wichtig, Gemeinschaft zu haben, ist immer wichtig zu chanten. Das sind so die zwei wichtigen, wie sagt man, ja, die uns wirklich immer verbinden so. Aber ich glaube, auch unter Devotees ist es wichtig, da mehr großzügig zu sein und zu denken, ja, und zu schauen, vielleicht braucht die Person gerade die Erfahrung und macht mehr Fortschritt dadurch, als wenn man jeden Tag 64 Runden chanten würde. So. Ja. Das sozusagen ein bisschen tiefere Einsichten drauf zu gewinnen, dass man nicht nur nach den äußeren Dingen schaut, so, ne, wie genau, ja, wie früh steht jemand auf oder sowas, sondern eher, was ist der innere Prozess, woran arbeitet man gerade und was ist gerade das Thema, was einen wirklich, wo man gerade wachsen will und was braucht es dafür, um das zu entwickeln. Ja. Genau. Gut, ich habe da gerade mal was reingeschrieben. Ich habe mich heute gerade von unserem lieben Guru Maharaj gehört, East-West Dialog Nummer 7. Und da spricht er genau darüber, es gibt eine Zeit zum Heilen, es gibt eine Zeit zum Lieben, es gibt eine Zeit zum Lernen. Also das allerdings auf Englisch, aber das passt genau zu dem, was du eben gesagt hast. Das ist nur als kleiner Tipp, weil ich ihn gerade heute Nachmittag gehört habe. Ja, genau. Und das ist selbst schon in der Bibel, ne? Da ist Chaitvedaswami, mein Paramguru, der hat ein Buch geschrieben, Vanity Karma, und hat praktisch die Bibel ein bisschen zitiert und da ist eine Story drin, wo eben genau dieser Vers drin ist. Es gibt eine Zeit für Frieden, es gibt eine Zeit für Krieg, es gibt eine Zeit für auszuruhen, eine Zeit zum Arbeiten, eine Zeit für das. Und das einfach zu berücksichtigen, so, ne, einfach. Und da auch unter den Devotees, denke ich, bewusster zu werden über diese verschiedenen Phasen, durch die wir da teilweise gehen, denke ich, ist sehr, sehr wertvoll. Ja, also ich kann das total bestätigen mit meiner, sage ich mal, unbedeutenden 5-Jahres-Krishna-Bewusstsein-Erfahrung. Ich habe mich auch echt erst wirklich durchs Lesen durchgepeitscht, also ne, weil das einfach so total wichtig für mich war und bis ich dann festgestellt habe, dass dieses ganze Lesen dafür da ist, dass ich mich ergeben kann. Ne? Und wenn dann so ein bisschen diese Einsicht mehr kommt, dass es eigentlich um das Ergeben geht, ne, dann werden dann andere Dinge aktueller. Ne? Dann rückt mehr der Dienst oder das Dienen wollen, rückt mehr in Vordergrund. Ne? Aber, und das Chanten und so weiter oder eben die Sehnsucht nach Devotee-Gemeinschaft, dass man eben untereinander Dienst austauschen kann. Aber das ist wirklich, das hab ich genauso erfahren. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist, also zumindest bis zu dem Mini-Punkt, wo ich jetzt bin. Ne? Ja. Genau, und einfach dieses Urvertrauen zu haben, Krishna-Bewusstsein ist das Kräftigste, was es gibt in dieser Welt. Und wenn wir versuchen, dem nachzugehen, wenn wir versuchen, also das ist die Natur der Seele, das ist nicht irgendwas, it's not an artificial imposition of the mind, sagt Prabhupada. Ist keine künstliche Glaube oder was wir uns aneignen oder so. Das ist unsere wahre Natur. Ist, dass wir Devotees sind von Krishna und Krishna dienen wollen. Und wenn wir sozusagen dieses Vertrauen haben, dass tief in mir, da ist ein Devotee und wenn ich einfach jenseits von meinen intellektuellen Konzepten und meinen mentalen Emotionen einfach versuche, Zugang zu finden zu diesem, wirklich zu meinem wahren Selbst, dass ich dann eben auch zum Besten mich ausdrücken kann in meiner Hingabe zu Krishna. Ja? Und oftmals habe ich das Gefühl, dass wir uns manchmal selber im Weg stehen, so, ne? Durch so viel Theorie und verkopfte Sachen oder ja, zu viel Nachdenken oder was auch immer und genau, als wirklich auf unser Herz zu hören und auch einfach uns offen und ehrlich
in Beziehungen mit Devotees auszutauschen und dadurch in dem Austausch auch tieferes Verständnis zu bekommen von uns selbst und Krishna-Bewusstsein. So was. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen, Zweifel, Kritik? Ich hätte noch eine kleine Sache, wenn ich darf. Ja. Oder vielleicht eine größere. Wir hatten gestern diese Tabelle mit den drei Spalten. Ja. Und ich glaube, ich bin öfter von meiner Mentalität her in der zweiten als in der dritten Spalte. Ja. Hättest du oder hättet ihr vielleicht noch irgendwie Tipps, wie man da so rüber sich schubsen kann? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sehr viele Devotees sind in dieser zweiten Spalte. Ja, so ein bisschen aus der Welt sich rausnehmen und aus einer Enttäuschung heraus auch. Und ich denke, das ist auch erstmal eine ganz natürliche Phase. Hört ihr mich? Ja, ist in Ordnung. Okay. Das ist auch erstmal eine natürliche Phase, die man hat, weil das ist die Phase, wo man erkennt, ich bin eine spirituelle Seele und in der materiellen Welt ist alles zeitweilig und so, ja. Und wo man erstmal eine gewisse Loslösung und Enttäuschung von der Welt entwickelt. Und dann gilt es aber als Devotee eigentlich, anstatt sozusagen einfach nur der Welt zu entsagen, gilt es darum, in die Welt hineinzugehen und zu wirken. Ja. Prabhupada, der hat in Schönheit des Selbst, hat einen schönen Punkt gemacht, und da sagte Narada Muni ist unser Vorbild, weil die Yogis, die versuchen Maya zu entfliehen, indem sie in Himalaya gehen und zu meditieren. Ja. Aber das ist nicht unsere Strategie sozusagen, Maya zu entfliehen, sondern unsere Strategie ist, auf die Marktplätze der Welt zu gehen und in die Städte rein, um dort Krishna-Bewusstsein zu geben. Und das ist genau die Stimmung von Narada Muni, der halt auch in die materielle Welt kommt. Narada Muni, der kann in der spirituellen Welt, der kann in Vaikuntha sein und dort einfach eine gute Zeit haben. Aber der ist die ganze Zeit hier auf der Erde und treibt sein Unwesen und ist in allen möglichen Situationen zu finden und wirkt total dadurch. Ja, das ganze Bhagavatam ist voll mit seinen Geschichten, wie er wirkt. Und das ist für uns, er ist die Bhakti Shakti, also er ist die Energie, die Bhakti-Energie von Krishna, die Verkörperung von Bhakti. Das heißt, wie wir mit Maya umgehen, ist, indem wir die materielle Welt in Krishnas Dienst stellen und die Maya in Krishnas Dienst stellen und nicht vor ihr weglaufen sozusagen. Weil das ist eigentlich die Strategie von einem Unpersönlichkeitsanhänger, von einem Mayavadi. Ja. Und ein Devotee, der ist halt weder angehaftet an die Welt noch ablehnend, sondern der ist neutral. Der sagt, die Welt ist nicht gut, die ist nicht schlecht, die ist, wie sie ist. Ja, mach mal was draus. Corona ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist einfach, wie es ist. Krishnas Plan dahinter, mach mal was draus. Was soll jetzt sein? Okay, mach mal Online-Klasse. Was ist das Problem so? Ne? Können uns genauso austauschen. Und ich muss sagen, ich hatte ein super Jahr dieses Jahr bis jetzt. Alles, also gut im Fluss. Und man kann aber ja eben alles sozusagen immer negativ sehen oder ja, materiell versuchen, das alles auf der materiellen Ebene eine Lösung zu finden, das wird eher frustrierend sein. Ja, vielen Dank für die Frage und die wunderbare Antwort. Also es ist wirklich so, dass es ganz wichtig ist, denke ich, für uns, also gerade die jetzt erst noch jünger dabei sind, wirklich aus dieser Phase rauszukommen, der Ablehnung der Welt und sich das zu, wenn es im Dienst ist. Und da, das wollte ich ja sagen, das kam jetzt eben gerade so bei mir so von der Überseele angeflattert, da sind eben, finde ich, Srila Prabhupada und unsere Acharyas und spirituellen Meister von entscheidender Bedeutung, weil wenn man das nicht hat, dann kann man nicht dieses Vertrauen haben, dass es wirklich funktioniert. Also wir brauchen einfach so jetzt nach meinem Empfinden diese Vorbilder, dass es wirklich funktioniert und wenn man das halt eben vielleicht in einer anderen Tradition oder in einer Unpersönlichkeitsphilosophie nicht hat, diese Menschen, die wirkliches Glauben
wirklichen Glauben und wirkliches Vertrauen haben, ne, die brauchen wir elementar, weil sonst haben wir keine Chance, es selber aufzubauen. Also das ist jetzt so meine kleine Erkenntnis, die ich jetzt eben einfach so durch das, was ihr eben so besprochen habt, ne, also wie entscheidend das ist, dass wir uns an Srila Prabhupadas Lotusfüße klammern oder wie Maharaj sagte, also Kanabakana Swami sagte letztens dieses Beispiel mit dem Boot auf dem Ozean. Und wenn wir auf dem Boot, das ist Srila Prabhupada, der ist, sage ich mal, so unter Deck, so in der Mitte, wie so ein Pfahl. Und da, sage ich mal, da sollen wir uns festhalten. Weil wenn wir zu weit nach oben, sozusagen an den Rand vom Boot gehen, dann ist die Gefahr, dass wir halt über Bord gehen. Also egal, wie stürmisch es wird, wir sollen uns ganz wichtig an die Lotusfüße von Srila Prabhupada halten. Das hatte er auch nochmal betont. Ja. Ja, ihr Lieben, also ganz toll, wir starten mit einer, sage ich mal, super Teilnehmerzahl von 22 Teilnehmern, hatten wir noch nie, Sapucha. Ist ein hochbrisantes und interessantes Thema und ein hochqualifizierter Referent. Also ich bin ganz, ganz, ganz doll dankbar, dass du uns deine Barmherzigkeit erwiesen hast und heute mit uns bist. Wir setzen im Februar fort mit Jainitai Prabhu, also auch ein Gottbruder von uns. Höchstwahrscheinlich, ich denke nicht, dass die Volkshochschule meine Dienste in Anspruch nehmen wird am Donnerstag, also bisher sieht es nicht so aus, wird es denn am Donnerstag, den 18. Februar sein, um 18 Uhr, und zwar genau eine Woche vor Lord Nityanandas Erscheinungstag. Am 25. Februar ist der Erscheinungstag von Lord Nityananda, wem von den Zuhörern das schon was sagen sollte. Und die Inspiration für den Titel, die ich erhalten habe, ist Lord Nityananda dienen aus Liebe. Ja, weil das ist ja schlussendlich der Punkt, an dem wir im Krishna-Bewusstsein kommen sollten, dass wir wirklich aus Liebe dienen und nicht, ne, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen, also was ich bisher, sage ich mal, davon verstanden habe. Und schon so ein bisschen zur Vorfreude, am Donnerstag, den 25. März, macht dann Karuna Sindhu Prabhu weiter, der uns schon einmal so ein bisschen in die heiligen Orte entführt hat mit einer schönen Online-Präsentation, und dort folgen wir den Spuren von Lord Chaitanya an den heiligen Orten, weil ja am Sonntag, den 28. März, ist Gora Purnim, ob wir das, also der Erscheinungstag von Lord Chaitanya, ob wir das in Gemeinschaft erleben dürfen, das ist mir natürlich jetzt noch nicht bekannt, aber es ist mir ein Bedürfnis, dass wir uns in dem Kurs darauf einstimmen, sodass wenigstens jeder zu Hause, so gut es ihm oder ihr möglich ist, das begehen kann. Also das wären jetzt erstmal die Ausblicke für die nächsten beiden Monate. Also 18. Februar und 25. März. Super. Ja. Ja, schön, dass du das alles machst. Schön, euch alle hier zu sehen. Super ekstatisch. Ich bin für Sie total dankbar. Du glaubst gar nicht, ich habe schon auch hier, die wir hier in Schwerin und Umgebung sind. Also wir haben seit Zoom mehr die Gemeinschaft als davor. Oder ich habe auch mehr Gemeinschaft mit unserem spirituellen Meister als davor, also regelmäßig. Und natürlich vermisse ich total die physische Gemeinschaft, und manchmal ist es auch schon echt hart. Einen guten Kirtan. Guten rockischen Kirtan wäre schon mal auch gut wieder. Ne, ach, ich sag dir, ja, ja. Also wir kultivieren halt mehr Vipralamba-Stimmung, also die Stimmung der Trennung. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat ja gesagt, dass die Stimmung der Trennung, dass es die Stimmung ist, in der man am schnellsten Fortschritt machen kann. Also hoffen wir darauf. Ne, und ansonsten bin ich halt super dankbar für die Möglichkeit mit Zoom. Und ja, herzliche Grüße auch nach Samhatschalam Ramananda. Schön, dass du heute uns auch deine Gegenwart geschenkt hast. Und danke für euren wunderbaren Dienst dort bei Lord Narasimhadev. Das ist ganz, ganz toll wichtig für uns. Ich wüsste nicht, wo ich wäre ohne Lord Narasimhadev. Also seine Barmherzigkeit. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Und dann fühlt euch herzlich eingeladen am 18. Februar. E-Mail kommt wieder rechtzeitig. Wenn jetzt von denen, die jetzt über Sapuchas Facebook-Seite, mit solchen Sachen bin ich nicht unterwegs, wenn da jemand von mir mit eingeladen werden möchte zu den nächsten Kursen, ich lasse das jetzt hier noch ein paar Minuten an, dann schreibt mir bitte eure E-Mail-Adressen in den Chat rein. Ja, also wenn jetzt jemand von denen, die noch nicht in meinem E-Mail-Verteiler damit drin sind, gerne mit rein möchten, dann bitte ich euch herzlich, mir noch eure E-Mail in den Chat reinzuschreiben. Ja?
Gut, ihr Lieben, also wer sage ich mal, sich verabschieden möchte, das ist jetzt in Ordnung. Ich lasse es jetzt nur noch so lange an, dass ich noch notieren kann, wer gerne noch Einladungen haben möchte. Ja? Also Satmucha, tausend Dank, und das ist ein super, super Thema, und du ein total qualifizierter Referent, und es hat ganz bestimmt, denke ich, ganz, ganz viele Anstöße hier für jeden von uns, also meiner Wenigkeit eingeschlossen, gegeben. Ja? Okay. Hi, Wohl. Schönen Abend euch noch. Ja, alles Gute, wohl. Hare Krishna. Dankeschön. Gerne. Schönen Abend euch allen, Hare Krishna. Danke, Hare Krishna. Vielen Dank, Satpuja. Hare Krishna. Vielen Dank, Sonja. Alles Liebe. Hare Krishna. Schön, dich zu sehen. Joy. Nice. Vielen Dank, sehr ekstatisch. Hare Krishna, Patricia. Dankeschön, bis bald. Hare Krishna. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen, Herr Jahr. Hare Krishna. Joy, ja, auch mit dabei. Sure.